Was sind die Wappen, die heraldischen Symbole der Wahlheimer Baronien? Das bedeutet gar nichts. Was war der erste Teil? Der Wettstein selbst fängt an zu glühen? Nein, nein, eine Klinge, ein Schwert. Das wurde am Wettstein geschärft. Sind Funken aufgestiegen. Zumindest Klinge, Wettstein und Funken. Das war's. Parzifar wird im Kampf um die Wildermarker so neu geschliffen. Das wissen wir schon. Was ist mit dir, Bursche? Ich? Ja, wer denn sonst? Die anderen Burschen? Sprich. Also, ich hatte... ich habe eine Hand gesehen, Panzerhandschuh, mit einem Schwert in der Hand. Also, die Hand liegt quasi auf dem Griff drauf und da trommelt mit den Fingern drauf, so als ob er bald kämpfen wollen würde. Sah ein bisschen alt aus, nur angedeutete Parierstange, ziemlich viele gerade Schneckenmuschel. Also an der Parierstange. Beine durchscheinend. Ja, das war's. Hättet ihr mir das direkt nach dem Anbruch der Sonne gesagt, hättet ihr euch vielleicht besser erinnert. Sie schüttelt ein bisschen mit dem Kopf und guckt dann zu den anderen beiden. Und ihr, Magier? Sie zuckt mit den Schultern. Ich träumte von einer Klinge, die ich in der Hand hielt, emporreckte. Über den Spitzen eines schroffen Gebirges hing eine rote Preierscheibe. War blutrot. Und das Schwert, das ich in der Hand hielt, einer grimmen Hoffnung zog ich es Richtung Himmel, Richtung glühende Preierscheibe. Würde meine Hand von der Klinge selbst geführt. Es weist also in Richtung der Trollzacken, sagst du? Wenn dies das Gebirge ist, Herr Gnaden. Dann gehen wir in die falsche Richtung. Warum sagst du das nicht? Ich dachte, es sei ein Traum, der weniger Bedeutung hat. Ich habe euch doch bereits gesagt, dass ihr von Mythrael auserwählt seid. Eine göttliche Queste. Kamale Kausalknoten. Folgt mir. Und damit verlässt sie die Straße und geht direkt in Richtung Osten. Weg von Rankara Leritena. Ah, Kasim? Ja. Mythrael. Mythrael. Ich schmeiß mal eine Götter und Kult, ob ich weiß, wer Mythrael ist. Also, ich kenne das Mythraelsfeld vor Werheim. Das ist mir bewusst. Ich muss überlegen. Ich meine, den Namen Mythrael schon mal gehört zu haben. Dieses Feld, das war das, wo du sagtest, dass da Geister auftauchen können, oder, Ado? Ja, genau. Ordnung. Aber wer Mythrael an sich ist, das... Wisst ihr das? Ja. Ist einer der Alveranier von Rondra. Sein Herold. Soll anscheinend einen Tigerkopf haben und wählt nach jeder Schlacht die Gefallenen aus, die in Rondras Halle einziehen dürfen. Er wird dann die letzten großen Kampf, wie die Rondra-Kirche es nennt, die Herrscharen, die alveranischen Herrscharen anführen. Wie gesagt, das Mythraelsfeld ist bei mir vor der Haustür. Ich komme aus Werheim, da wird sowas relativ früh gelernt. Das ist einer der wichtigsten Alvaran-Jahre. Lernt das gefälligst. Hat einen Tigerkopf. Merkt euch das, wenn der Bursche spricht. Der Bursche hat gesprochen. Sie nickt. Vielleicht kann man doch etwas noch mit ihr anfangen. Weiß die nicht anderen so genau. Enttäuschen mich dabei. Tja, ich habe auch nichts geträumt. Ach, bin ich gewohnt. Albträume gewöhnt Götten haben. Ihr müsst wissen, dass wir an ein neues Zeitalter stoßen. Nachdem der Erzketzer besiegt worden ist, in der dritten Dämonenschlacht, ist das Zeitalter der Helden angebrochen. Es ist kein Zufall, dass wir hier aufeinander getroffen sind.
Die Wildermark kürt auf seinen Schlachtfeldern einen jeden und beruft viele dieser Tage. Wir sollen als Speerspitze des Gefechts dienen und unsere Seelen werden danach in Rondras Reich einheimfahren. Sagt mal, was macht ihr eigentlich so? Also, abgesehen davon, wenn ihr durch die Wildermark lauft und Leute für heilige Questen einsammelt. Nun, ich habe vor einiger Zeit wollte meine gesamte Lebensgeschichte erfahren. Kurzer Abriss der letzten Jahre. Sie überlegt kurz. Ich war als Sklave in Al-Anfa. Habe nach einem langen Aufenthalt im Orkland auch die Würde der Garreta-Tempelvorsteherin bekommen. Und nachdem ich meinen Waffenarm verlor, ziehe ich umher, suche Helden. Ich werde demnächst wohl den Tempel in Verheim selbst führen. Oh. Also. Auch gegen den Willen von Leomar. Ach, Leomar hat was dagegen. Es ist mir gleich, ob er etwas dagegen hat. Ja, ich denke mal. Er ist ein Verräter. Also, ich habe ganz gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Zu seiner Verrätersache kann ich nicht viel sagen, aber das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, bei der Eroberung von Verheim, das lief ganz gut. Er mag sich zwar selbst einen Löwen nennen, aber mit Rondra hat er nicht viel gemein. Sag mal, wenn ihr dann den Rondra-Tempel in Verheim übernehmt, kann ich euch ein paar Gefährten vorbeischicken, dass ihr mit denen, keine Ahnung. Selbstverständlich. Wunderbar, dankeschön. Sind die Söldner von der Söldneneinheit der Überlebenden? Nur, dass ihr den Namen schon mal gehört habt. Sie nickt. Wenn man mit dir unterwegs ist, ist es schwierig, den Namen noch nicht gehört zu haben. Hört ihn zum ersten Mal. Es ist meine Söldnerheit. Bei denen war ich lange Jahre, jetzt nennen wir es freigestellt. Warum wurde dir freigestellt? Ich habe mich freistellen lassen, um in die Wildermark zu gehen. Weil er hier Held spielen kann. Und mit Erfolg. Sieht ganz so aus, ja. Naja, auf jeden Fall kommen sie jetzt langsam nach, waren jetzt eine ganze Zeit lang im Horasreich stationiert, haben da im Thronfolgekrieg ein bisschen mitgemischt. Und jetzt langsam geht's wieder gegen Heimat. Sind Überlebende aus Verheim und Verpazien und Umgebung. Schlacht in den Wolken, Tobrische Flüchtlinge, alles zusammengewürfelt. Alles, was ihr rekrutieren konntet. Alles, was sich angeboten hat. Ich habe da auch dazu gehört. So, wo wollen wir hin? Richtung Trollzacken? Wahrscheinlich in die Schwarzen Lande. Also da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Da gibt's viel Arbeit. Zumindest für jemanden wie mich, aber die wenigsten wollen dafür bezahlen. Also wenn wir da hin wollen, dann würde ich es begrüßen, wenn wir auch gemeinsam wieder weggehen. Die Götter haben uns auserwählt. Vor allem Mithrael. Sein Sternbild leuchtet hell. Das war der Held, oder? Richtig. Hat sich die Rondra-Tagschule doch gelohnt. Oder heißt sie so? Ich glaube, Preistagschule war das. Hast du sie besucht? Ja. Elternhandwerker in Verheim, da kommt man nicht drum rum. Auch wenn das mit sehr viel mehr Rondra und Chor durchsetzt war. Ah, was sollte man da schon lernen? Das ist sicher nichts Gutes. Dass das Sternbild von Mithrael der Held ist und der Erzbalkür ist. Ich glaube, da hört es so ziemlich auf. Ja, vor allem dieses Lesen, Schreiben wird auch überbewertet. Das sagen auch nur Leute, die nicht lesen und schreiben können. Meine, schau mich an, wie weit bin ich gekommen? Ich lesen? Nein. Kann ich schreiben? Nein. Brauche ich nicht. Und in jeder verdammten Stadt musst du nachfragen, wo der Weg zur, wo auch immer ist, und du stehst direkt neben am Schild. Ihr Jungspunde. Ja, so könnt ihr den Tag über gemeinsam mit Junivera von Seschwick reisen, und sie ist echt anstrengend. Also sie ist oft ungeduldig, bringt euch Unverständnis mit, egal was sie sagt. Sie weiß es besser und hat eine eigene Meinung, die ihr auch gefälligst nicht nur respektiert, sondern eben auch mit übernehmen solltet, wenn möglich.
Und dementsprechend ist die Reise den Tag über unglaublich anstrengend. Auf ja, den deswegen Rasten, haben wir ja den Alkohol. Ja, auf den Rasten, wenn ihr dann irgendwann mal mittags Halt macht, euch so ein bisschen erholt, wird sie dann auch wieder in so eine kleine Meditation verfallen, irgendwelche Schatten, Schattenschwertkämpfe, Boxe dann machen und ja, nicht wieder anfangen zu glühen, zu leuchten, aber definitiv wird sie sehr entrückt in Richtung Rondra bzw. auch des Alvaranias Mythrail sein. Führt sie denn ihr Schwert jetzt mit der linken Hand? Ja, sie hat umgeschult. Okay. Sie hat dann noch sowas wie eine richtige Prothese, ist es nicht, aber sie hat noch auf dem Rücken ein Schild, ob sie es benutzen kann oder soll oder wird, wisst ihr nicht. Aber ja, also sie kann auf alle Fälle noch kämpfen. Und dann tatsächlich auch ziemlich gut. Also auch mit der falschen Hand, auch wenn ihr der ganze Arm fehlt, aber sie kann noch kämpfen. Ganzer Arm, also auch Oberarm? Ja, der ist komplett nicht abgerissen, sondern amputiert worden. Wird sie euch dann auch im Verlauf erzählen. Was natürlich ihre Heldenreise nicht beendet hat, auch wenn sie jetzt schon 70 Jahre alt ist und andere Dinge machen könnte, aber ihr Antrieb ist nicht gebrochen. Was hat sie denn ihren Arm verlieren lassen? Ja, sie sagt da nicht mehr so viel zu, aber sie hat ja erzählt, dass sie auf alle Fälle im Orkland war. In Alanfa hat sie ihn wohl nicht verloren, aber es könnte sein, dass es in der Schlacht in den Wolken auch passiert ist. Ja, die habe ich auch miterlebt. Ja, Schlacht in den Wolken, also. Ich erinnere mich. Während der Reise wird nochmal ein neuer Bekannter angesprochen. Sagt mein südländischer Freund, woher genau sehen da, wo du herkommst? Oder nein, ich wollte ihr sagen, du bist ja ihr seid ja auch so ein Magus wie Kasim hier. Ich bin dran gewöhnt, dass ich und Kasim sind mittlerweile schon so gute Freunde. Tau. Das macht die Sache einfacher. Oh, super, das finde ich gut. Tau, da wo du herkommst, sehen da eigentlich alle so aus wie du? Das kann ich schwer sagen, da ich selbst als Sklave nach Oron kam. Ach, und noch ein Sklave. Ich würde es begrüßen, weniger über meine Vergangenheit zu sprechen. Oron ist nicht wirklich ein wunderbarer Ort für junge Menschen. Aber warum das denn nicht? Wo liegt das denn, Oron? Es wurde zerschlagen. Es lag in Aranien. Kann von Glück sagen, dass die Akademie gelernt habe, von einem Magus zerschlagen wurde. Allerdings werde ich meine Geschichte, denke ich, ein andermal ausführlich in der Art ziehen. Ich meine, vom Sklaven zum Magier, du kannst doch echt stolz auf dich sein. Ich hatte nicht wirklich viel Wahl. Ich könnte mal eine Sinnenschärfeprobe machen, und zwar auf Hören. Das ist gut. Das ist sehr gut. Falls ihr irgendwie gutes Gehör habt oder schlechtes Gehör, relevant. Solange wir nicht riechen oder schmecken müssen. Solange wir nicht riechen müssen. Nur ein Punkt, Ohren wieder mal nicht gewaschen. 10 Punkte. Ja, Honka purpelt sich gerade in seinen gelben Ohren so ein bisschen rum. Und Ado, du kannst es als erstes hören, vor allem dann eben auch durch dein eigenes Vertrautentier. Es kommen Hunde auf euch zu. 2 Stück, die winseln, wenn sie dann über den Feldweg, ihr seid gerade irgendwie abgebogen, der Straße verlassen, mitten im Niemalsland, die wohl nicht direkt auf euch zukommen, aber im sehr schnellen Tempo von irgendwas weg wollen. An was sagt denn mein Gefahreninstinkt? Wuff immer. Nichts. Nichts. Auch wenn es gelungen ist, nichts. Ist doch gut, wenn es nichts sagt. Die Hunde haben auf alle Fälle einen Affenzahn. Sie bellen nicht laut, sondern winseln, während sie dann laufen und laufen. Da könnt ihr sie dann auch das erste Mal sehen, wie sie dann durch das Feld springen. Das ist nicht unbedingt wirklich hoch, auch wenn wir jetzt Hochsommer haben. Aber ja, auf alle Fälle könnt ihr sie dann sehen, wie sie dann 50 Meter vor euch auftauchen und dann nicht direkt auf euch zupesen, aber an euch vorbei.
werde mal, meine Hand auf. Gut gemacht, Ronka. Ich werde mal meine Hand auf Maras Kopf legen, also auf den Kopf meiner Hündin legen, die übrigens die ganze Zeit mit dabei läuft, falls wir das vorhin nicht erwähnt haben. Und ihr die Bilder vermitteln, dass ich wissen will, was die Hunde so antreibt und dass sie das mal rausfinden soll. Ja. Und jetzt vermutlich loslaufen. Ronga nimmt sein Schwert vom Rücken, nimmt es in beide Hände und sagt: Wir müssen in Gefechtsstellung kommen. Irgendwas kommt da, irgendwas sehr Großes. Ich fühle es. Wir sind in Gefahr. Ja, Ronga, deine Instinkte schlagen an und du kannst sehen, wie irgendwie Grashalme umgeknickt werden, irgendwas vom Feld und zwei riesige, gewaltige Bestien sich auf euch zuschieben. Da kommen sie, da drüben! Hast dein Schwert gezogen und ja, kannst gerne mal zuschlagen. Ey, Ronga, das sind zwei Hunde. Was tust du? So, Sekunde, Kampf. Darf ich auch meine Waffe ziehen? Ja, kannst du machen. Ja, der Wert ist falsch. Es wäre auch mit einer 18 noch gelungen. Keine Ahnung, warum das als meine getan. Darf ich versuchen, es für die Hunde zu parieren? So, ihm quasi ins Schwert fallen? Ach so, Formation? Ja. Da kannst du jetzt keine Formation. Ich sag mal eine Parade plus 5. Plus 5, alles klar. Versuchen wir es mal. Kampf? Dein anderer Wert ist 20 wert, ne? Sehe ich gerade. Ja, ich habe einen 20er Wert. Auf den Kampfwert würfeln. Also hier nochmal. Bei mir ist es richtig eingetragen. So, ja, mach ich nochmal. Ist egal, ist auf alle Fälle gelungen. Und wenn du gerade versuchst, du siehst, wie die Bestie sich da vorschiebt, du hast genau auf den Kopf gezielt, aber dann siehst du, wie sich der Anderthalbbänder von Ardo dazwischen schiebt, Stahl auf Stahl klirrt, und dann siehst du viel zu spät, wie sich zwei verängstigte Hunde an dir vorbeischieben und sie sind weg. Ja, mit der Ruhe. Herrgott, was ist denn los bei dir? Ist dir der grüne Steiner gestern nicht gut gekommen? Ronga lässt das Schwert senken, schaut nochmal irritiert den Hunden hinterher. Was? Hunde? Das kann's auch nicht sein. Ich habe irgendwas Größtes gespürt. Irgendwas Gefährliches. Bei Hunde. Dann ja, putzig aus. Aber vor irgendwas haben sie Angst. Ich pfeife mal nach Mara. Ja, kommt dann auch wieder zu dir. Gibt's mir irgendwelche Bilder mit irgendwas an Worten? Bisher noch nicht, nein. Hat natürlich nicht viel Schlecke geschafft in der kurzen Zeit, aber hat nichts gewittert, riecht nichts, sieht nichts. Ich meinte auch eher, dass sie die Hunde einfach fragen soll. Ach so, dann ist sie noch unterwegs. Okay, dann schicke ich sie nochmal los, ja. Nachdem ich meinen Befehl klassifiziert habe. Mara wird uns schon sagen, wann was ist. Also, Kasim. Ja. Kasim dreht sich dann zu Tau um. Wenn du mit dieser Gruppe unterwegs bist, solltest du dich verteidigen können. Wir haben die Angewohnheit, in Situationen zu kommen, in denen es Streitigkeiten gibt, die auf zivilisierte Art und Weise nicht beizulegen sind. Wir kämpfen gerne, das wollte Kasim sagen. Und anscheinend kämpft die Wildermark auch gerne mit uns. Ich bin eigentlich eher darin geschult, Verletzte und Verwundete wieder am Leben zu halten. Das ist gut, da kannst du uns dann auch am Leben halten. Das wird genickt. Du hast diesem Hund übrigens das Leben gerettet, Ardo. Du bist ein echter Held. Das schreibe ich mir auch auf die Liste meiner Heldentaten. Retter der Hunde. Warum führt man eine Liste, was für Heldentaten man vollbracht hat? Das war ein Scherz. Und wer definiert, was eine Heldentat ist? Die Gesellschaft? Gehört, dass es so in Tavernen Brauch ist, dass man solche Geschichten erzählt, was für Heldentaten man dann gebracht hat. Und je betrunkener die Leute waren, desto beeindruckter waren sie. Oder desto hanebüchener. Wurde die Geschichte. Natürlich. Also meine Helden, wollen wir weiter?
Ich glaube nicht, dass wir uns vor zwei Hunden fürchten müssen. Nein, nein, das glaube ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, ich trinke heute nichts mehr. Wir sind wartet wie Löwen. Auf geht's. Wartet mal. Ach, was ist los? Ihr seht die Hündin, die mit eingekniffenem Schwanz sehr schnell wieder zurückkommt und sich dann zwischen meine Beine schmiegt. Ja, leckt ihr so ein bisschen übers Gesicht mit der Zunge. Da muss irgendwas sein. Irgendwas ist da. Wir fürchten uns nicht wie da herrenlose Hunde. Ich habe es eben schon einmal gesagt, wir sind Helden. Lüdrail hat uns auserwählt. Euer Gnaden, aber dieser Hund ist nicht herrenlos. Aber die anderen beiden. Mara, du bleibst hinter mir. Ah. Jetzt. Lass uns die Waffen besser gezogen. Was entscheidet ihr also in eurer Weisheit, dass wir tun sollen? Sagen, wir sind immer noch auf der Suche nach Pazifa. Es muss dort irgendwo sein, im Osten von hier. Wir können schon weitergehen, aber bereitet euch mal besser auf Kämpfe vor. Aufmerksam bleiben. Gut. Ja, dann wird auch die Hochgeweihte erstmal ihr Schwert ziehen. Dauert ein bisschen länger, weil sie nur eine Hand hat, aber sie zieht es und streicht dann damit so ein bisschen über die Halme. Die Reise geht weiter. Nach ungefähr der halben Tagesreise trefft ihr wieder auf eine Straße. Ihr seid euch nicht ganz sicher, das könnte die Silberstraße sein, die von Rancara Liretena in Richtung Zwerch führt. Vor euch liegt dann die großen 8 Väterchen, die hier nach oben ragen. Und während ihr euch der Straße wieder anschließt, könnt ihr erkennen, wie hier wohl, direkt wo ihr vom Felde kommt, als ob die Götter es euch gewiesen haben, der Leichnam einer Frau vor euch liegt. Und ungefähr in den 40ern würde ich sagen, ein weißer Wappenrock, der allerdings sehr zerfetzt aussieht, ein Lederhahn, steht sie trägt. Sie ist ziemlich muskulös und wenn ihr herantretet, ja, ist ein Wappenrock. Wir sofort rantreten und die Wunden mir genau ansehen, was sie geschlagen hat, wie lange die Dame tot ist. Während sich da Leute über die Leiche beugen, schaut sich Ronga die Umgebung an. Vielleicht findet er hier ja irgendwelche Spuren. So. Möchtest du in Heilkunde Wundenwert dafür oder in Anatomie pro? Heilkunde Wunden plus 6. Und währenddessen wird Mara nicht weiter aus dem Feld heraustreten, sondern jetzt anfangen laut zu heulen. Dann bleibe ich mal bei Mara und werde sie versuchen zu beruhigen. Aber ich werde nicht von ihrer Seite weichen. Ja, ihr könnt ein Ordenssiegel daran an ihr erkennen, wenn ihr sie begutachtet, mustert. Du kannst erkennen, wie ihr wohl ein Tier die Kehle aufgebissen hat. Allerdings wurde vorher mit ihr gespielt. Also es gibt zahlreiche Knochenbrüche, zahlreiche Kratzer über den gesamten Körper verteilt, sodass sie langsamer und langsamer wurde und auch die Blutspuren legen das nahe, dass sie wohl von einem Tier zu Tode gequält und dann die Kehle aufgerissen worden ist. Allerdings ist der Kiefer unglaublich groß. Also hier hat ein Tier wohl gewütet, aber so einen großen Kiefer hätte ich jetzt hier nicht vermutet. Könnte so eine große Katze gewesen sein? Mir sowas aus der Heimat bekannt? Tierkunde, plus 3. Ist dir bekannt, es gibt in Aranien natürlich auch viele Berglöwen, allerdings ist das wohl noch größer. Vielleicht ein Löwe, ja. Könnte sein, zumindest von der Größe. Ein ziemlich großer Löwe. Sehr, sehr große Löwen gibt es hier nicht, oder? Frage ich so in die Gruppe. Wir hatten mal was von einem Manticore gehört. Aber es waren Löwen bisher noch nicht. Die Götter haben uns auf alle Fälle zu dieser Leiche geschickt. Sie ist Mitglied beim Zornesorden, das ist merkwürdig. Ronga, du kannst sie doch mit großen Viechern aus. Schau dir doch mal die Wunden an.
Ronga ein wenig abseits, schaut sich hier und da mal den Boden an, scheint da gerade was gefunden zu haben und schaut in Richtung des ersten Berges. Dahin führen die Spuren. Sind Tatzen, große Tatzen. Unten, sehr große Tatzen. Schau ich mir an, vielleicht kann ich da damit noch näher ausmachen, was genau das war. Löwe, sagt ihr? Ich würde auf einen Löwen schätzen. Gleich ein Berglöwe, der aus dafür dem Gebirge ist, runtergekommen ist. Dafür sind die Wunden zu groß. Berglöwen kenne ich von zu Hause. Lang kleinere Wunden. Das Verspielte passt auf alle Fälle zu einer Katze. Das. Aber wir können das keinen genauen Tier zuordnen, Katze. Zumindest würde das erklären, warum so mit der Beute gespielt wurde. Oder mit ihr. Sie war nun sicher keine Beute. Vielleicht in dieser Situation schon, aber immer noch ein Mensch. Und wir sollten sie hier nicht so liegen lassen. Warum sollten Löwen einen einsamen Menschen angreifen? Oder ein einzelner Löwe? War ein leichtes Ziel. Währenddessen könnt ihr es rumpeln hören. Irgendjemand nähert sich aus Richtung wahrscheinlich Rankara Liretena.